verknüpft wurde. Aber dabei möchte ich vor allem diese vielfachen Perspektiven bewerten als sehr gut, dass es also keine monokausale Ablaufgeschichte geworden ist. Das nehme ich ja so hin. Das war Herr Detlef Barth, Autor und Militärhistoriker. Richtig gesagt? Ja. Gibt es denn Informationen von dem Informanten irgendwie, warum die Informationen von diesem Informanten so falsch waren? Weiß man da irgendwas? Oder wie ist das? Wir haben uns sehr lange um diesen Informanten gekümmert, der auch nicht mehr lebt. Der ist von ISAF-Truppen erschossen worden, in irgendeinem anderen Zusammenhang. Das haben wir sozusagen Arnold sagte vermutlich erschossen. Also einer der Bundestagsabgeordneten hat sich da etwas verplaudert. Und wir haben uns lange um den gekümmert. Was ist dessen Motiv? Ist dessen Motiv finanziell? Gehört er zu einer anderen Bevölkerungsgruppe, die gegen die Pashtunen in dieser Region sind, das mehrheitlich Pashtunen, wo diese Tanklaster saßen, dass er sich so dagegen wehrt? Ist das eine alte Familiengeschichte? Warum ist er sozusagen so eindeutig in seiner Bewertung, obwohl man, und er war ja auch Teil der Taliban, und wie konnte der dieses doppelte Spiel treiben? Also da haben wir uns relativ lange Gedanken um den gemacht, und unsere einzige starke Quelle war da der Sprachmittler Moabat, der den auch schon vorher kannte, den als verlässlich geschildert hat. Nordhausen hat auch im Untersuchungsausschuss gesagt, ja, wir können uns relativ auf den verlassen. Wenn die mal eine Bombe vergraben haben, hat er das Handy daneben gelegt und hat uns mithören lassen und hat uns dann vor dieser Bombe gewarnt. Also ein Mann, der wirklich auf mehreren Hochzeiten tanzte und so wie bei den Taliban agierte und auch sich für die Deutschen engagierte. Also eine sehr geheimnisvolle Figur, die es nicht mehr gibt. Aus welchem Grund auch immer. Ja gut, also dann hätten wir dann müsste der ganze Gefechtsstand amerikanisch sprechen, also dann hätte auch wir wollten die Kommunikation offen haben. Sicher hätte man mit Untertiteln arbeiten können, aber wir wollten mit den Piloten in so eine lange Strecke reingehen. Aber wir haben uns diese Entscheidung nicht einfach gemacht. Ja. Also dann hätte auch Wilhelm mit denen Englisch sprechen müssen. Wir hätten einen sehr starken englisch-amerikanischen Block gehabt. Der Trend, den wir so vorsichtig umgehen wollten. Ich glaube, wir haben uns alle sehr stark für dieses Thema interessiert, Produzent und Redaktion, und sind dann mit einem relativen Einverständnis sozusagen an diese Geschichte rangegangen. Als ich die Geschichte hörte 2009, hatte ich ein anderes Projekt und habe mich dann aber irgendwie sehr stark dafür interessiert. Und vielleicht mag Christian da noch was zu sagen. Ja, ich habe im September 2010 beim Norddeutschen Rundfunk angefangen, für eine Familie-Serie, und bin dann noch im September zum einen auf Raimond losgegangen, mit dem ich schon im April deswegen gesprochen hatte, und noch, was kann man dir sagen, habe mir noch ein Angebot von anderen Produzenten machen lassen, weil ich das Ereignis selber als eine Zäsur begriffen habe in der Nachkriegsgeschichte und weil ich das hochdramatisch fand. Hat auch damit zu tun, dass ich vor ein paar Jahren hier mit einem Autor, der auch hier heute Abend ist, ich weiß nicht, wo er sitzt, Alexander Adolf, einen Film gemacht habe, auch über einen Auslandseinsatz der Bundeswehr, über einen fiktiven in dem Fall. Und dass wir damals recherchiert hatten, gerade zu dem Zeitpunkt,